So, liebe Schüler, hier ist wieder die Frau Klog und jetzt machen wir ein Arbeitsblatt zusammen mit einem kleinen Versuch, den ihr schon aus der Schule kennt, zum Farbenmischen. Also, wir machen Kunstunterricht und wir arbeiten immer mit diesem Schild im Stundenplan. Wir mischen Farben und zwar. Hier ist das Arbeitsblatt zu sehen. Könnt ihr gut erkennen? Da oben sind die Grundfarben zu sehen. Rot und Gelb mischen ergibt, werden wir gleich erfahren, Blau und Gelb mischen und dann noch Rot und Blau. Das haben wir alles schon gemacht und hier unten können wir die Farben dann in diesen Farbkreis eintragen. Das werde ich jetzt als erstes mal vorbereiten. Und das mache ich mit diesen Buntstiften. Ich fange an mit Rot. Dann nehme ich Dann kommt das Blau. Das kommt hier hin. Dieses Arbeitsblatt bekommt ihr nächste Woche zugeschickt. Hier kommt auch Blau hin. Und wir machen das jetzt schon mal zusammen vor, damit das ihr gut nachher selber machen könnt. Gelb nochmal und da kommt nochmal Rot hin. So, hier unten in den Farbkreis kann man die Grundfarben, diese drei, Rot, Gelb und Blau, auch schon mal eintragen. Das mache ich jetzt auch schon mal. Hier oben kommt das Rot hin. Da an der Seite das Blau und auf der anderen Seite das Gelb. Jetzt gucken wir hier mal. Hier habe ich jetzt einmal Wasser und davor Badewasser mit Blau. Dann hier Wasser mit Gelb. Das ist von Tinti. Das könnt ihr mit euren Eltern vielleicht auch mal beim DM kaufen. Und das ist auch Tinti-Badewasserfarbe in Rot. So, jetzt kommt das Spannende. Jetzt werde ich die alle drei da reinwerfen. Von Blau nehme ich so ein Viertel und werfe das da rein. So, jetzt wird sich das verteilen. Das könnt ihr schon sehen. Es wird alles ganz Dann nehme ich Gelb. Da nehme ich eine halbe Tablette, damit das schön gelb wird. Und hier das Rot. Da brauchen wir auch nicht so viel von. Nehmen wir ein Viertel. So, jetzt können wir sehen, wie sich das schön vermischt. Erstmal zwischendurch ein bisschen umrühren. Das ist schon ganz schön rot. Gucken wir mal hier beim Gelb. Ja, das dauert noch ein bisschen. Und das Blau ist schon sehr schön. Hat sich das schon aufgelöst? So, jetzt können wir uns das anschauen. Hier haben wir Blau. Unsere eine Grundfarbe, Gelb, die nächste Grundfarbe und Rot. Jetzt überlegen wir, das Arbeitsblatt hat die Aufgabe, wir mischen Rot mit Gelb. Und ihr könnt schon mal überlegen, was das dann wohl für eine Farbe gibt.
Achtung. Und das Rot ist ein bisschen heller geworden. Hier mal mit dem Stift. Ja, ist nicht so hell geworden, aber wir haben jetzt Orange, ein dunkles Orange. So, die nächste Aufgabe, das Gelb und das Blau. Da bin ich sehr gespannt, ob das klappt. Da schütten wir mal alles rein in das Blau. Und was ist passiert? Wir haben Blau und Gelb gemischt. Und was haben wir für eine Farbe? Schauen mal von der Seite. Ja, ein dunkles Grün. Da sind jetzt noch viele Schaumsachen. Müssen wir ein bisschen wegmachen. Dann kann man das besser sehen. Da ist unser Grün. Jetzt tragen wir das Ergebnis in unser Arbeitsblatt ein. So, jetzt brauchen wir noch mal ein Blau für die nächste Aufgabe. Und dann können wir die letzte Aufgabe machen, die Aufgabe hier und dann die letzte. Rot und Blau. Rot und Blau. Jetzt schütte ich das Blau in das Rot und wir gucken, welche Farbe wird es. Ja, das ist schwierig. Das ist eigentlich nichts geworden, ehrlich gesagt. Aber in der Regel mischen wir damit ein schönes Lila. Wir tragen trotzdem Lila ein. Und jetzt können wir unsere drei ersten Mischfarben hier nochmal sehen. Und tragen die in unseren Farbkreis ein. Zwischen Rot und Blau kommt Lila. Zwischen Rot und Gelb kommt Orange. Kein deutlicher Unterschied, aber man sieht ein kleines bisschen, dass das heller ist. Leider ist das mit der Kamera nicht so toll. Und das Blau und das Gelb ergibt Grün. Das können wir auch hier nochmal sehen. Schaut nochmal. Das schöne Grün. Da ist das Grün. Okay. Und jetzt sind wir fertig. Bis zum nächsten Mal. Ich sag Tschüss. Bis bald.